Hallo Freunde, heute kommen wir zu einer neuen Vorstellung und zwar möchte ich euch gerne einmal eine Young-Miniatur vorstellen. Die habe ich schon seit längerem in meinem Besitz, aber irgendwie traue ich mich da noch nicht so ganz dran. Sie ist aber in meinen Augen sehr super detailliert und deswegen würde ich euch sie, oder lohnt es sich, diese Figur mal vorzustellen. Die Figur ist im Maßstab 1 zu 10. Sie ist von, wie gesagt, von Young Miniatures. Es handelt sich einmal um von der Waffen-SLTMG-Schütze Ardennen 1944. Die Figur wurde angemalt von Sun Eon Lee und halt, wie man oben sehen kann, von Eprion wurde sie quasi der Master hergestellt. Die Verpackung ist wie bei Young Miniatures immer generell in einer sehr guten Qualität. Die auch, also sind sehr viele Bilder drauf, kann man sehen, verschiedene Bürsten, die sie haben, sprich hier mit dem U-Boot-Kommandanten, die Feldgendarmerie, der deutsche Soldat an der Somme zum Beispiel wird vorgestellt, dann einmal der russische Seemann wird halt auch nochmal gezeigt oder hier auf der anderen Seite, sprich einmal ein SS-Offizier auf einer T-34, dann der US-Tank-Crewmann, dann einmal der Wikinger wird vorgestellt, dann der Römer und halt nochmal ein Römer. Also wie gesagt, die Box macht einen sehr guten Eindruck, ist sehr sauber von der Qualität. Dann lass uns mal reinschauen. So, als erstes ist in der Box die Beschreibung von dem MG, wie es zusammengebaut wird. Finde ich sehr detailliert, sehr deutlich dargezeigt. Ich bin mal gespannt, wie sie gleich aussieht, wenn wir so auspacken. Sehr sauber verpackt halt das Ganze, deswegen hat das auch alles seinen Preis, aber ich weiß gar nicht mehr, wie teuer diese Figur war. Ich hatte sie mal bekommen von jemandem. Fangen wir mal als erstes und holen die Sachen alle mal raus. Ja, fangen wir mal als erstes mit dem Rumpf an. Also mal gucken, was wir alles sehen können. Sprich, verbotene Zeichen sind alle drauf, die Nahkampfspange ist drauf, das Kampfabzeichen ist drauf, der Mantel oder der Pelz ist sehr gut detailliert, also sehr sauber, sehr ordentlich. Ja, hier halt die Sachen, die man entfernen muss, aber wie kennt ja jeder bei den ganzen Miniaturen, ist ja nichts Neues. Also wie gesagt, sehr ordentlich. Dann gehen wir mal an den Kopf ran. Jetzt müssen wir leider das Geknister mal ein bisschen ertragen. Fangen wir als erstes mit dem Helm an. Der Helm ist auch sehr gut detailliert, so wie ich das sagen kann und sehen kann. Sprich die Halterung kann man hier sehen, dass der Bezug nicht runterrutscht auf beiden Seiten. Dann die Schlaufen für Tarnmaterial. Also kann man sich hier ordentlich austoben bei der Detaillierung in der Bemalung. Jetzt gehen wir mal ins Gesicht. Das Gesicht ist auch sehr sauber, sehr ordentlich. Die Augen sind sehr gut ausgeprägt. Das kann man alles schön sehen, sehr super. Die Zähne, die Nasen, hier über die Lippe alles, die Falte am Kinn, sehr ordentlich, die Ohren, Haare, alles da, wo es sein soll. Mal kurz die grobe Passgenauigkeit. Ja, gut, müssen wir nachbearbeiten, aber ist ja nicht schlimm. So, dann gehen wir mal an die Ärmel dran. Fangen wir mal mit links an. Auch sehr ordentlich, die Nähte, alles ist da. Beim rechten Arm ist genau. Wird im Prinzip wird so dran kommen. Ja, sehr ordentlich. Ja, dann fangen wir mal mit dem Maschinengewehr an. Kippen wir es mal raus. Also das Maschinengewehr besteht schon aus 1, 2, 3, 4. Vier Teilen Lauf, sehr ordentlich, sehr sauber. Die Detaillierung ist sehr gut, wie man jetzt sehen kann. Ja, Wahnsinn, das ist ja mal, wo ich sagen muss, sehr beeindruckend. Also da kann man sich ja richtig austoben beim Bemalen. Das Griffstück, auch gut detailliert. Das Zweibein. Auch sehr sauber, aber ich habe auch nichts anderes, wenn ich ehrlich bin, bei Young Miniaturen erwartet. Da ist ja immer die Qualität wird da sehr groß geschrieben und ich habe auch noch nie irgendwas Schlechtes über die Figuren gehört. Jetzt kommen wir zu diversen Kleinteilen davon. Oha, das ist einmal der Lederriemen, wird hier dargestellt.
Dann der von dem Gurt. Der zum Hängen ist auch dabei. Dann hat man quasi die Visiereinrichtung. Ich hoffe, man kann es erkennen. Kimo und Korn. Dann die Mündung. Also sehr ordentlich, sehr sauber. Ist alles da. Und das Zwobein richtig herzustellen, sogar der Karabiner. Ja, das ist ja schon mal beeindruckend. Jetzt kommen wir noch zum Rest. So, einmal die eine Hand mit der Pistole. Auch sehr sauber, sehr ordentlich gearbeitet. Sehr interessant. Die Wollhandschuhe ganz gut dargestellt. Dann hat man einmal, das hatte ich jetzt gerade nicht erwähnt, einmal wo der Zwobein festhält und einmal wo er die Zigarette in der Hand hält. Die Hände sind sehr ordentlich modelliert, Fingernägel, Handschuh fest. Man könnte halt zwei Varianten machen, man könnte den einmal mit der Pistole in der Hand machen oder sprich mit der Zigarette. Also das kann jeder überlassen sein, wie er möchte. Dann einmal die Pistolentasche, auch ordentlich mit den Nähten, die 08. Und dann einmal das Wechselzeug für den Verschluss mit Werkzeug und Lappen, ist alles dabei. Das sieht sehr, ihr könnt ja mal grob aneinander. Ja, sehr interessant, sieht sehr gut aus, sehr ordentlich. Ja, so, ich denke mal, wenn man jetzt noch ordentlich gut Figuren bemalen kann, ist das für jemanden, der Interesse an so einer Figur hat, eine richtig gute Figur. Halt, die sind nicht gerade günstig. Man könnte zwar so Raubkopien, aber ich weiß halt nicht. Das Problem ist, wenn man so Raubkopien kauft bei diversen Foren oder Händler im Netz, dann macht man solche Hersteller, so kleinen Serien oder Großhersteller, damit einfach nur kaputt und ich weiß ja nicht. Klar, aber Modellbau ist doch nicht gerade günstig. Deswegen jetzt nochmal zu der Figur zurück. Im Großen und Ganzen ist das, oder kann man nichts anderes sagen, von Young Miniaturen sehr ordentlich, eine sehr saubere Figur, sie ist sehr gut detailliert, also man kann sich beim Bemalen da richtig austoben und ich denke mal, man hat da auch richtig Freude beim Zusammenbauen, sprich Bemalung auch. Im Großen und Ganzen, oder im Ganzen sage ich einfach, es hat eine mega Figur und ich freue mich schon darauf, sie irgendwann mal bemalen zu können. Ja, ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like da lasst oder einen Kommentar oder schreibt einfach mal, was euch interessieren möchte, was man anderes vorstellen könnte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis dann und schöne Grüße aus der Bastelbude. Ciao!